Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. In diesem Fall habe ich 10 Boots rausgesucht für den Winter und zwar alle bis maximal 170 Euro. Stellt ihr euch alle vor. Und am Ende des Videos gibt es auch nochmal ein kleines Gewinnspiel, weil das letzte Video mit dem Gewinnspiel so gut ankam, habe ich mir noch eine Kleinigkeit überlegt. Los geht's. So Freunde, ich habe wieder 10 Pieces rausgesucht. In dem Fall ist das eine Boots Edition und zwar Winter Boots und bis maximal 170 Euro. Die meisten Boots habe ich auf Zalando gefunden, jedoch sind auch welche von H&M und Zara dabei. Deswegen gar nicht lange rumreden, wir fangen einfach mal an. Los geht's. Boot Nummer 1 ist von Selected Home und habe ich hier gefunden bei Zalando für 79 Euro. Gibt es in 2 Farbvarianten in so einem Camelton. Gefällt mir extrem gut, was ich bei diesem Boot so gut mag. Ist also erstmal die Form gefällt mir extrem gut und zweitens ist es hier diese Gummisohle. Die finde ich bei solchen Boots immer extrem angenehm. Die werdet ihr in vielen Boots, die ich rausgesucht habe, auch immer wieder finden, weil das ist einfach angenehmer, als wenn man so eine harte Sohle hat. Die macht das Ganze immer relativ unkomfortabel. Ich gehe davon aus, dass die auf jeden Fall mega bequem sind. Sie sehen von der Passform sehr, sehr schön aus und ansonsten, ja, größentechnisch ist man dann noch voll alles vertretbar. Auch in der schwarz-beigen Variante sind die noch, auch noch verfügbar und ja. Finde ich für 79 Euro voll ein cooler Boot für den Winter. Solche Schuhe sind natürlich relativ schmutzanfällig, deswegen auf jeden Fall imprägnieren. Und da habt ihr auf jeden Fall einen coolen Schuh für die nächsten Jahre. Und meiner Meinung nach Chelsea Boot diesen Winter geht auf jeden Fall wieder. Deswegen Schuh Nummer 1 von Selected Home. Finde ich sehr, sehr nice. Machen wir weiter mit Schuh Nummer 2. Den habe ich bei Mango gefunden. Und zwar ist das ein mehr, der geht so mehr in die klassische Richtung. Auch wieder ein Chelsea Boot, aber mit so einem leichten Absatz hinten dran. Sieht auch ein bisschen spitzer aus, aber in so einem Hochglanzleder. Sieht sehr, sehr cool aus von der Passform und kostet 99 Euro. Also auch noch voll vertretbar, meiner Meinung nach. Und deswegen ist auch hier eine Empfehlung ausgesprochen meinerseits. Größentechnisch auch da gibt es noch alles und ja, auf jeden Fall ein cooler Boot für den Winter. Ich denke, das Gute an so Lederboots ist einfach, dass ihr, also ein Glattlederboots, dass ihr die dann einfach relativ schnell wieder abwischt und wieder sauber kriegt und deswegen meiner Meinung nach eine gute Empfehlung und Boot Nummer 2 haben wir damit auch abgehakt. Machen wir weiter mit Boot Nummer 3 und bei Boot Nummer 3 bin ich sehr überrascht, den habe ich heute selber erst da gefunden und der ähnelt sehr einem meiner Favorite Boots, die ich in meinem letzten Video vorgestellt habe und zwar von Saint Laurent, dieser Schnürboot von Saint Laurent und den gibt es jetzt hier bei Gant. Sieht fast genauso aus, muss ich zugeben. Gefällt mir extrem gut. Sieht sehr hochwertig aus, auch von der Passform etc. Also da würde ich euch empfehlen, seid schnell. Größentechnisch ist ja noch natürlich noch alles verfügbar, weil der brandneu ist und für 160 Euro ist es natürlich schon einer der teureren Boots in dem Video. Aber ja, solche Schuhe sind auf jeden Fall Schuhe, der, wo ihr länger was von habt und ja, auf jeden Fall eine coole Empfehlung und ich habe euch ja gesagt, es gibt immer wieder Marken, die diese Schuhe raushauen. In dem Fall hat jetzt Gant sowas rausgebracht, was mich persönlich auch so ein bisschen überrascht hat. Deswegen sehr, sehr nice die Variante und checkt das auf jeden Fall mal ab. Empfehlung auch hier ist ausgesprochen. Machen wir weiter mit dem Schuh Nummer 4 und den Schuh Nummer 4 ist von Shoe the Beer, relativ klassischer Schnürboot, auch in der Wildleder-Variante und das ist schon einer der teuersten, wenn nicht sogar der teuerste Boot in meiner Auswahl für 175 Euro. Größentechnisch ist, soweit ich weiß, auch noch alles verfügbar. Sieht sehr, sehr cool aus. Innen drin habt ihr so einen Reißverschluss, das macht das Ganze relativ einfach zum Anziehen. Müsst ihr den ganzen Schuh nicht immer aufschnüren. Und auch da, denke ich mal, habt ihr eine coole Variante für den Winter. Der Absatz sieht auch ein bisschen höher aus und das Coole daran ist, dass ihr von der Sohle her auf jeden Fall, denke ich mal, auch Grip habt. Deswegen meiner Meinung nach ein sehr, sehr nice der Boot für 175 Euro. Natürlich schon in der oberen Preiskategorie, aber auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Machen wir weiter mit dem nächsten Schuh. Und den nächsten habe ich bei Zara gefunden und das ist mehr so eine Art Desert Boot, beziehungsweise, ja, wie soll man das nennen? Die originalen Schuhe, ich glaube mit einer der ersten, also die Classic davon sind von Clark Shoes, aber in dem Fall habe ich den jetzt hier bei Zara gefunden. Ich finde, der sieht sehr, sehr nice aus und wenn ihr euch dann auch mal so Fitting-Fotos davon anschaut und wie die das kombinieren, obwohl das bei Zara ja immer ein bisschen tricky ist, weil die solche Sachen extrem gut wissen, in Szene zu setzen. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine coole Variante und ja, gefällt mir echt gut. Hat was der Schuh und für 59, also für 60 Euro ist es auf jeden Fall einer der günstigsten Schuhe. Dementsprechend könnt ihr das auf jeden Fall mal abchecken. Größentechnisch ist so gut wie auch noch alles da, bis auf 47, aber ich denke,
Das ist eine relativ geringe Anzahl von euch, Größe 47 trägt, deswegen auch hier könnt ihr nur beruhigt shoppen gehen und meiner Meinung nach auch eine coole Variante für einen Schuhschrank aufwerten. Machen wir weiter mit dem nächsten Schuh und der nächste Schuh ist von Walk London, auch wieder ein klassischer Chelsea-Schuh, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen von der Passform her. Den gibt es in drei Farbvarianten, in so einem braun-beige hat er mir jetzt persönlich am besten gefallen, allerdings gibt es dann auch noch in schwarz-schwarz und in so einem Camelton. In dieser braun-beigen Variante habe ich einen ähnlichen Schuh zu Hause im Kleiderschrank und ja, das finde ich immer eigentlich noch eine ganz coole Variante für das ein oder andere Outfit, mit zum Beispiel mit einem Mantel oder sonstiges, da könnt ihr auf jeden Fall variieren, mit einer coolen Jeans oder ja, sowas könnt ihr natürlich auch mit Anzugshosen tragen, aber das sollte schon relativ gut passgenau sein, ansonsten sieht das halt eben gewollt, aber nicht gekonnt aus, dementsprechend achtet auf jeden drauf und der ist gerade 25% reduziert, der kostet gerade auch nur 59 bzw. 60 Euro, dementsprechend auf jeden Fall auch da eine Empfehlung. Was ich an diesen Boots mag, ist, dass ihr hinten diese Lasche habt zum Reinschlüpfen und ich finde, der sieht auf jeden Fall hochwertig aus und von der Passform echt gut. Und auch da habt ihr wieder diese Gummisohle. Wie gesagt, das findet ihr bei relativ vielen Schuhen, die ich rausgesucht habe. Und größentechnisch schauen wir nochmal eben rein. Da müsst ihr schon drauf achten, da sind nicht mehr so viele Varianten von da. Zum Beispiel 42 ist da komplett ausverkauft und im 45 gibt es nur noch zwei Samples verfügbar, relativ. Die anderen Größen sind noch nicht stücktechnisch begrenzt, deswegen ja, guckt auf jeden Fall mal rein, aber alle drei Farbvarianten sehen eigentlich cool aus, auch der schwarz-schwarze, deswegen ja, checkt das auf jeden Fall mal ab, für 60 Euro ist auf jeden Fall ein Schnapper, dementsprechend könnt ihr da auf jeden Fall auch mal einen coolen Boot für den kleineren Euro euch sichern. Machen wir weiter mit dem nächsten Boot und das ist der teuerste in meiner Auswahl und der ist von Scotch & Soda. Der sieht aus wie so ähnlich, ja, wie soll man, früher würde man sagen, so ein bisschen Worker-Boot, aber auch ein Schnürschuh. Allerdings hat der vorne diese Lasche, wie soll man das sagen, wie so umgelappt. Ich kann mir vorstellen, wenn man den so ein bisschen einträgt und ein bisschen runterrockt, sieht der extrem cool aus. Und bei dem halte ich auf jeden Fall auch die Augen offen, ob der demnächst noch reduziert wird. Den gibt es in der Schwarz-Variante und in so einer Bordeaux-Variante, wobei der mir in Schwarz viel, viel besser gefällt. Allerdings habt ihr da wieder eine relativ feste Sohle, ich schätze mal eine Holzsohle. Beziehungsweise unten drunter ist Gummi, aber dazwischen ist halt Holz. Und ja, der wird nicht ganz so komfortabel sein wie die anderen Schuhe, aber er sieht sehr, sehr cool aus. Und deswegen habe ich den einfach mit reingenommen. Kann ich mir gut vorstellen, dass er zu dem einen oder anderen Outfit auf jeden Fall sehr, sehr nice aussieht. Und dementsprechend, auch hier ist eine Empfehlung da. Größentechnisch ist er nicht mehr, also sehr, sehr wenig nur noch verfügbar. Zwar alle Größen noch da, aber steht nur noch wenige Mengen verfügbar. Dementsprechend solltet ihr da, wenn ihr euch dafür entscheidet, auf jeden Fall schnell sein und ja, checkt das auf jeden Fall mal ab. Auch hier ist eine Empfehlung da. Ich habe mir wirklich, es waren, glaube ich, bei Zalando alleine 37 Seiten nur an Boots. Dementsprechend, ich habe alle Seiten durchgeguckt und habe hier wirklich meine Favorite-Geschichten rausgesucht. Und ja, meiner Meinung nach sind da sehr, sehr coole Varianten dabei. Machen wir weiter mit dem nächsten. Aber dem nächsten Boot, der ist von Topman, kostet 70 Euro und gibt es in zwei Farbvarianten. Wobei mir hier diese braun-beige Variante viel besser gefällt. Der hat hinten diesen Absatz, also erinnert mich sehr stark an einen Schuh, den ich von Saint Laurent habe. Sieht sehr, sehr nice aus. Unten drunter habt ihr auch so eine Art Gummisohle noch drunter, aber ich sag mal, die Zwischensohle ist auch aus Holz, dementsprechend wird er auch nicht ganz so mega komfortabel sein. Aber für 70 Euro meiner Meinung nach auf jeden Fall eine coole Variante, wenn ihr in diesen Modus hier reingeht. Also wenn ihr solche Schuhe einfach mal mit einer lässigen Standard-Jeans oder Leicht-Rip-Jeans mit einem weißen T-Shirt und einem coolen Mantel kombiniert, kann das auf jeden Fall sehr, sehr nice aussehen. Und dementsprechend finde ich solche Boots immer wieder ganz nice. Ich habe solche Schuhe von Saint Laurent in Schwarz und auch in so einem Colorway und dementsprechend sowas ziehe ich eigentlich immer wieder ganz gerne an. Und ja, auch hier ist eine Empfehlung raus, weil für 70 Euro könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Guckt natürlich, ob er euch passt und wenn nicht, schickt ihn einfach zurück, aber größentechnisch ist hier noch alles verfügbar und dementsprechend könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Alle Links zum Beispiel findet ihr auch unten in der Infobox. Lasst mir auf jeden Fall auch ein Feedback da und vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir machen einfach weiter mit dem nächsten Schuh. Der nächste Schuh ist wieder von Walk London und der ist ein bisschen mehr so ein Standardboot. Den wollte ich einfach mal mit reinnehmen. Auch hier habt ihr innen liegend so einen Reißverschluss in der braunen Variante. Den gibt es aber auch noch in schwarz, wobei der mir in braun hier ein bisschen besser gefallen hat. Für 85 Euro ist ja nochmal 15% rabattiert, also von 100 Euro runtergesetzt.
Auch hier habt ihr größentechnisch noch relativ viele Größen verfügbar, allerdings 42 und 45 ist ausverkauft. Dementsprechend könnt ihr das auf jeden Fall mal abchecken. Und das ist auf jeden Fall so ein Evergreen, was ihr jedes Jahr, ich sag mal in die Winterzeit oder Herbst oder Frühling auf jeden Fall immer wieder was rausholen könnt. Er sieht auf jeden Fall ein bisschen dicker und ein bisschen schwerer aus. Dementsprechend denke ich, ist das nicht so der geeignetste Schuh für den Sommer. Aber für die Winterzeit, die jetzt ansteht, ist es auf jeden Fall eine coole Variante. Und dementsprechend checkt das auf jeden Fall mal ab. Machen wir weiter mit dem letzten Schuh. Und der letzte Schuh ist von H&M. Und der ähnelt dem Gunschuh schon extrem. Ist allerdings in so einem rötlichen Braun gehalten. Der Farbton ist nicht ganz so hundertprozentig meins, aber auch den wollte ich mit reinnehmen. Größentechnisch ist hier noch alles verfügbar. Ist so ein, ja, wie soll man sagen, wie so eine Art Schnürschuh. Auch meinem Saint Laurent Schuh relativ ähnlich gehalten, auch wieder mit dieser Gummisohle. Bei solchen Sohlen natürlich, wie ich schon gesagt habe, könnte sicher sein, dass sie auf jeden Fall mega bequem sind. Den gibt es auch in einer Schwarz-Variante, sieht auch nicht schlecht aus, aber in dieser bräunlichen Variante ähnelt er schon sehr auch meiner Variante von Saint Laurent. Und dementsprechend für 89 Euro könnt ihr den auf jeden Fall mal abchecken, vielleicht sogar in-store, wenn ihr in der Stadt einfach mal ein bisschen rumshoppt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der dann verfügbar ist, aber... Ah ne, steht sogar in den Geschäften nicht erhältlich. Also den kriegt ihr sogar online. Also den müsstet ihr rein theoretisch Probe bestellen und gucken, ob euch was für euch ist. So, und jetzt kommen wir schon zu dem Gewinnspiel. Und bei dem Gewinnspiel habe ich mir Folgendes überlegt. Kommentiert eure Schuhgröße und den Boot eurer Wahl. Und ich verlose einen Boot. Dementsprechend lasst euch den zukommen von diesen 10 Varianten. Und ja, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück und alles, was ihr machen müsst, wie gesagt, eure Schuhgröße und euren Boot, eure Wahl und unten in den Kommentaren und natürlich meinen Kanal abonnieren. Und dementsprechend viel Glück dabei und vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen hoch zu lassen und ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.